Hallo, ich bin Manuel Schneider, ich komme aus der Schweiz, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin hier von Basel nach Heidelberg gekommen, um beim SCN Rugby zu spielen. Du hast vorher in Basel gespielt, das ist zweite Liga in der Schweiz. Was ist denn so der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland, wenn es um Rugby geht? Ja, in erster Linie sind die Spieler eigentlich größer und schneller. Das Spiel allgemein ist viel schneller und härter. Das ist eigentlich der größte Unterschied. So. Und von der Organisation her, wer ist das da? Ist das in der Schweiz sehr schlecht. Also sehr oft gibt es keinen Schiedsrichter auf dem Platz. Es gibt halt wenig Geld. Die Leute sind eher da, um in den Clubs, um zusammen Bier zu trinken, um Spaß zu haben. Es gibt leider sehr wenige, die es ambitioniert betreiben. Okay, dann bist du ja in Neuenheim jetzt hier auch angekommen. Das letzte Spiel bist du auch gewählt worden zum Man of the Match. Wie bist du jetzt eigentlich bisher mit der Saison zufrieden und vor allem, wenn man auch in das Häusenstamm spielt, gedenkt? Ich bin mit meiner Steigerung bin ich sehr zufrieden. Also ich habe mich von Spiel zu Spiel gesteigert. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Einsätze gehabt und einer davon bis jetzt habe ich in der Startaufstellung. Da habe ich einen Versuch gemacht, bin mein Match geworden, da bin ich schon sehr zufrieden. Und jetzt steht am Wochenende das Spiel gegen die MGH auf dem Programm. Und wie denkst du für dieses Spiel? Ich versuche auf das letzte Spiel gegen Häusenstamm aufzubauen und hart zu spielen, schnell zu spielen. Jetzt nochmal einen Versuch erwarte ich eigentlich nicht. Ich will einfach die Basics richtig machen. Darauf stelle ich mich. Wo würdest du dann schätzungsweise eingesetzt werden? Du hast ja gegen Häusenstamm in der zweiten Reihe gespielt. Ich bin eigentlich Drittreihe-Spieler, aber ich muss ja auch einen Trick ersetzen. Und wo ich jetzt spielen werde, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob Armin wieder fit ist. Eventuell auf der zweiten Reihe, sonst auf der dritten.